Assalamu alaikum, marhaban und guten Tag an euch alle meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, so dass wir mit unserer neuen Folge starten können. Heute lernen wir den Verbsatz Al-Jumlatu Al-Fa'liyatu. Den Verbsatz Al-Jumlatu Al-Fa'liyatu. Was er beinhaltet, seine Bausteine und in welcher Reihenfolge sie sind. Al-Jumlatu Al-Fa'liyatu besteht aus Fa'l und Fa'l, also Verb und Nomen. Fa'l, Verb und Fa'l und Nomen. Das Verb kommt immer als erstes und dann der Nomen. Fangen wir aber mit den Nomen an und dann mit dem Verb wird es zur Jumlatu al-Ismiyatu, also den Nomensatz. Al-Jumlatu al-Ismiyatu, den Nomensatz, der aus Mubtada und Khabar besteht. Das Verb kann in drei Zeiten kommen: Vergangenheit, Gegenwart und in der Befehlsform. Zum Beispiel Jara al-Ma'u. Das Wasser ist geflossen. Jara al-Ma'u. Das Wasser ist geflossen. Beim Verb ändert sich nichts und der Fa'l kriegt am Ende einen Dhamma. Dieses Zeichen über der Hamza, al-Hamza. Der Fa'l ist marfu' und wenn er mit Singular ist, merkt man es durch die Dhamma. Als nächstes Beispiel haben wir طار البعوضتان. طار البعوضتان. Die beiden Mücken flogen. Das Verb ändert sich hier auch nicht. Also es kriegt kein Alef am Ende, weil wir sonst zwei Fa'il hatten, einmal den Alef und dann den Nomen selbst. Wenn wir uns den Nomen betrachten, so wurde im Alef und Nun hinzugefügt, damit man weiß, dass es zwei sind. Und hier kommt die nächste Regel. Der Fa'il ist marfu' und wenn es dual ist, merkt man es durch den Alef. Kommen wir zum dritten und letzten Beispiel. Ittafaqa al-amilun. Ittafaqa al-amilun. Die Arbeiter einigten sich. Das Verb ändert sich nicht. Weil wir den Nomen deutlich und klar daneben haben, der Nomen ist marfu', männlich und in der Mehrzahl, also kriegt er ein Wow und nun hinzugefügt. Und hier kommt die Regel, der Fa'il ist marfu' und wenn er in der Mehrzahl ist, merkt man es durch den Wow. Und somit sind wir fertig zu den wichtigen Lektionen, die wir heute gelernt haben, gehört. Die Reihenfolge ist Fa'l, dann Fa'il. Die Zeichen, dass ein Nomen marfu' ist, entweder Dhamma, Alef oder Wow. Wir ändern nicht das Verb, wenn nach ihm der Nomen klar und deutlich kommt. Jetzt ist zu den Übungen, korrigiere die Sätze hier. Al-Qaryatu kaburat. Al-Qaryatu kaburat. Das Dorf wurde größer. Dakhala ghulamaini. Dakhala ghulamaini. Zwei Jugendliche sind eingetreten. Marida al-Fatayani. Marida al-Fatayani. Die zwei Jünger wurden krank. Baka al-Dahikaini. Baka al-Dahikaini. Die Lachenden weinten. Schaut beim nächsten Mal wieder mal vorbei. Euer Bilqalam.